Ich bin Mona Aska und wir sind hier gerade in den Münchner Bavaria Studios und nehmen meine allererste CD mit Werken von Liszt und Schubert für Oehms Classics auf. Eigentlich wollte ich ja immer Hase werden, weil ich der Meinung war, dass ich als Pianistin geboren bin. Und im Kindergarten hat man mich damals auch gefragt und ich habe dann auch gesagt, nee, ich möchte jetzt Hase werden. Und dann hat meine Schwester mich gefragt, aber du wirst Pianistin werden? Und habe ich gesagt, nee, ich bin als Pianistin geboren und jetzt werde ich Hase. Wenn ich mit einem Komponisten essen gehen würde, wäre es Schubert. Und dann würde ich ihn fragen, warum er denn keine Klavierkonzerte geschrieben hat, weil es gibt keine. Und er hat so tolle Melodien geschrieben und so viele tolle Gesangsstücke. Und für mich fehlt da einfach ein Klavierkonzert, weil ich glaube, es wäre einfach genial gewesen. Mein größtes Hobby ist das Backen. In 10 bis 15 Jahren würde ich am liebsten gerne mein eigenes Café eröffnen mit meinen Kuchen. Und was auch ganz toll ist, ich darf seit diesem Jahr für das größte japanische Musikmagazin eine Kolumne schreiben, monatlich. Und da stelle ich dann meine Kuchen vor und erzähle die Geschichte zur Musik, also die Verbindung zwischen Kuchen und Musik. Und ja, wer weiß, vielleicht kann ich dann in 10 bis 15 Jahren mein Café eröffnen mit dem Namen Monas Cake Paradise. Ich freue mich, euch meine erste CD vorzustellen und ich hoffe, es gefällt euch.